Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind mittendrin in der Weizenernte. Und da gibt es das schöne Sprichwort, wo der Bär in den Weizen häufelt, scheißt. So, und dann können wir uns mal ganz kurz über, weil wir bei Bären sind, über Survival-Formate, die ja nun immer mal wieder kursieren und wo es jetzt auch einen doch ganz beachtlichen Markt für gibt, unterhalten und so ein bisschen, was halte ich davon, ne? Was ist da so meine 5 Cent dazu, ne? Ich persönlich finde das klasse, erstmal, ne? Das muss man erstmal so, kann ich erstmal ganz klar so sagen. Ich finde das schön, dass es solche Formate gibt, weil es mir Dinge zeigt, wo ich sage, so cool, dass mir Leute das zeigen wollen. Also, wie man in der Wildnis klarkommt, wie man solche, was weiß ich, versucht, sich ein Shelter zu bauen und ähnliches. Erinnert mich an meine Jugend. Ich habe sowas als Kind sehr häufig gemacht im Wald. Wie gesagt, ne, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich komme aus einem kleinen Dorf, mitten im Wald. Ich musste nur hinten aus dem Garten rausgehen. Umfallen war ich mit dem Kopf im Wald. So. Also das ist wirklich direkt. Also die Rehe haben bei uns im Garten gestanden und haben, ne, konnte man da beobachten. So, jetzt bin ich leider Gottes da wieder reingefahren, obwohl ich eigentlich abbunkern hätte können oben. Das muss ich mir merken. Egal, fahren wir gleich immer quer raus, dass wir den hier in Ruhe abbunkern können. Ja, und deswegen, sage ich mal, ist so Shelterbau oder Butzenbau oder ein Erdloch ausheben, wo man dann sich drinnen versteckt und das ein bisschen überdecken mit Holz und Moos und alles sowas, dass man da drinnen, ja, vor äußeren Umwelteinflüssen erstmal sicher ist, sei es Regen, sei es Wind, sei es auch Tiere und nicht gesehen wird. Also da habe ich sehr, sehr, sehr viel Expertise auch drin, zumindest im Bereich meiner Jugend. Ich würde mich, und das muss ich jetzt mal dazu sagen, für kein Geld der Welt in Kanada aussetzen lassen. Na gut. Für 14 Tage. Gut, wenn ich einen Knopf hätte, ich kann mich gleich wieder abholen lassen. Dann schon. Dann für 500.000 mache ich es. Aber dann muss ich mich auch wirklich gleich wieder abholen lassen. Ich weiß nicht, wie lange ich da durchhalten würde, weil ich bin schon ein ganz schönes, sag ich mal, Medienkind geworden. Das fängt dabei an, dass ich zum Beispiel was zum Dudeln brauche, wenn ich einschlafe. Und wenn ich da jetzt irgendwo mitten im Urwald liege, da weiß ich nicht. Also gut, ich meine, die haben hier Kameras dabei, dann könnte man von den Kameras dann nochmal die Videos sich abspielen, die man einen Tag über gedreht hat. Keine Ahnung. Geht natürlich um Seven vs. Wild. Klar, logisch. Wird schon jeder verstanden haben, aber wir können uns doch noch ganz kurz über Suicide Squad unterhalten, was Auto Bulletproof und Fabio gemacht hat. Wobei ich nicht verstanden habe, warum die Leute da so doch böse drauf reagiert haben, dass sie das abgebrochen haben nach den Folgen jetzt und, keine Ahnung, glaube ich, die Hälfte der Zeit, die sie eigentlich da verbringen wollten. Weiß ich gar nicht, wie viele Tage sie insgesamt gemacht haben. Ich glaube, 12 Tage oder 14 Tage waren sie draußen. Ist aber auch jetzt nicht der größte Dealer dran. Können wir uns ja mal kurz darüber unterhalten, was fand ich daran gut. Ich fand daran erstmal gut, dass sie da irgendwo sich aussetzen lassen und sagen, okay, sie möchten bis zu einem Zielpunkt marschmäßig in so und so vielen Tagen so und so viele Kilometer zurückgehen. Das ist ja erstmal eigentlich okay. So, ne? Also das ist ja ein Ziel, kann man sich geben, ist so ein bisschen, denke ich mal, auch ans Militärische gehalten, beziehungsweise so ein bisschen. Na doch, ja, Otto kommt aus dem Bereich, ne? Nach dem Motto, hier mein Trupp muss verlegen nach da und dahin, wir haben keine Fahrzeuge, querfällt ein, ab dafür. So, da hat man aber normalerweise Verpflegung dabei. Und das ist etwas, was ich sagen würde, das hätte dem, ja, man kann das, es ist Survival Squad. Okay, sie wollten natürlich dann von dem leben, was sie finden, was da ist und so weiter, damit es diese Survival-Situation gibt. So nach dem Motto,
Flugzeugabsturz und die nächste Stadt ist 300 Kilometer weg. Wir wissen aber, wo sie sind. Aber wir müssen halt irgendwie da hinkommen. Ja. Gut. Nicht jeder Flugzeugabsturz hat ihr Gepäck 40 Kilo dabei pro Person. Das muss ich sagen, das war mir einfach zu viel. Also sie hätten nicht so viel Gepäck mitnehmen sollen. Sie hätten sich sicherlich für Shelterbau und für die eigene Sicherheit muss natürlich gesorgt sein. Also sie brauchten natürlich auch durchaus Waffen und ähnliches dort. Ich denke mal, so ein Bär, wenn der nicht in den Weiten scheißt, sondern zu einem kommt und einen verprügelt. Wenn du da jetzt nicht irgendwas Sinnvolles als Waffe dagegen setzen kannst, hast du da eben schlechte Karten. Das könnte ganz schön wehtun. Könnte eventuell sogar so wehtun, dass es nicht mit dem Weiterleben vereinbar ist. Um es jetzt mal höflich auszudrücken. Alles möglich, ne? Muss man ja sagen. So, habe ich jetzt gerade geschnitten oder war die andere Bahn schief oder war jetzt hier zu schief? Na egal. So, ich werde aber auf jeden Fall abbunkern. Deswegen habe ich jetzt, sag ich mal, dann würde ich sagen, ein bisschen Startverpflegung mitnehmen. Also man muss sich nicht so versorgen, dass man, keine Ahnung, die ganze Strecke schafft. Aber so ein bisschen Startverpflegung, dass man sozusagen so eine Notration, wie hießen das früher immer? Ach, Mensch, wenn eine Verpflegungspack, keine Ahnung, so ein EPA. EPA von der Bundeswehr. Einfach, dass man so ein, zwei solche EPA-Pakete mitnimmt, damit man, wenn man wirklich in solche Situationen kommt wie die, dass sie jetzt wirklich Energie brauchen und gerade nichts finden, sie darauf zurück. Also, dass man die Mission mehr in den Mittelpunkt stellt und nicht das Survival. Ne? Also, die Mission war ja, ne, die 300 Kilometer dort zurückzulegen. Und hätte mir mehr gefallen an dem Ganzen. Aber es ist natürlich jetzt so, ne, eine persönliche Meinung und ein persönliches Empfinden, wo ich sagen würde, so, denn das hätte ich denen zugestanden, wenn sie da so ein EPA mit haben, hätte sie dann einfach sagen können, okay, heute ist scheiße gelaufen, wir haben wieder nichts gekriegt, wir haben nichts bejagen können, wir haben nichts fischen können, wir brauchen die Energie aber, damit wir die Mission schaffen, und dann hätte man das auch Zuteilung machen können, sagen so, denn haut man sich jetzt so eine, ich weiß nicht, was im E-Paper noch drin ist, aber früher bei mir so eine Dose Jagdwurst haut man sich dann einfach in den Kopf. Mit ein paar Keksen dazu, gut ist. Das ist auch nicht, ne, ich weiß gar nicht, wie viel Kilokalorien in so einem E-Paket drin sind. Ich glaube, es sind 4000 oder so, die man sich dazu führen kann. Das, ne, wenn man da jetzt so ein Paket hat, bin mir nicht sicher, aber ich meine, man gehört zu haben, dass es 4000 Kilokalorien insgesamt hat, mit der Schokolade und allem, was dazu gehört. Damit der Soldat damit 2 Tage auskommen soll. Oder ist es ein Tag? Und mit Marsch? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls ist das halt so ein bisschen drauf ausgelegt, dass der Soldat halt damit dann seine Mission erledigen kann. Und deswegen würde ich das eher so in diese Richtung anlegen. So, Hauptsache, also die Mission nach vorne stellen. Und das machen. Und dann ist es auch okay, dass es halt so im Squad, also 2 Leute dann so machen. Und ne, dann entsteht. Ist auch der Druck raus, unbedingt was zu finden, was man essen kann. Und was dazu kommt, ist auch diese Frustration, wenn wieder ein Tag ohne Nahrung ist. Und sag ich mal, Menschen sind da unterschiedlich. Der eine kann das gut ab, der andere sagt sich, uiuiui, wenn ich einen Tag lang nichts esse, dann werde ich hier angry, also hungrig, ärgerlich und nee, verärgert durch Hunger. Das ist ja hangry. Das ist auch so ein Phänomen, was mir Damen erklärt haben, dass sie hangry sein können. Also, dass sie sozusagen, wenn sie Hunger haben, dass sie dann halt eben ein bisschen grummelig sind. War ja gut. Oh, von mir aus. Wenn man dadurch Stimmungsschwankungen erklären kann, bitte, immer los. Nein, aber, wie gesagt, ich glaube, das hätte der ganzen Sache einen anderen Flow gegeben. Aber okay. Das sind wahrscheinlich Learnings und die werden natürlich auch bei den beiden angekommen sein, so wie ich das mitgekriegt habe. Zumindest von Otto habe ich sowas in der Art gehört, dass man dann doch in diese Richtung gehen will. Eher Mission, nicht das Survival nach vorne stellen. Auch wenn das Survival natürlich sehr interessant ist, aber ja. Und ja, bei Seven vs. Wild, wie jetzt das aktuell in der Teams-Version, ich finde das so klasse. Ich finde diese Teams-Version einfach
richtig gut. Das hat, also ich sag mal, wo die denn da alleine mit sich beschäftigt waren, ist das noch ein bisschen mehr dieser, das Mindset bildend und dass man dann halt eben sagt so, oh ja, ich bin hier alleine, ne? Und da ist man, glaube ich, dann auch gut, hängt davon ab, wie man da ist, ne? Also man muss natürlich auch bei dem Team, mit dem Internet, dass man da ist, muss man natürlich auch sagen, das sollte schon auch zwei Leute sein, die sich gut verstehen. Siehe Knossi und Sascha. Ich halte nicht viel von Knossi. Ne? Ist für mich, ja, keine Ahnung warum, aber er hat seine Audience gekriegt. Aber mich hat er nicht gekriegt. Hier einfach überdreht, einfach drüber und so, ne? Und auch diesen Sascha Huber, den habe ich mir abseits von Seven vs. White noch nie angeguckt, kenne ich nicht. Scheint aber auch so ein bisschen ähnlich zum Teil überdreht zu sein, aber hat dann ja noch so ein paar andere Seiten. Gut, komm, das ist ein Österreicher. Österreicher sind per se erstmal lustig. Aber egal. Und da sieht man halt in dem Team ist irgendwie so diese Dynamik da, die beiden wissen, was sie können, so einigermaßen. Sie wissen auch, wo sie in etwa stehen da in der ganzen Geschichte. Und sie haben aber auch durchaus die Willenskraft und Willenskraft wie Wolf oder was er sagt. Also einfach das Durchhaltevermögen und die beschwingen sich gegenseitig. Was man und das hat man gemerkt in der Teamdynamik. Bei Martin und Fritz Meinecke dann, hätte ich gesagt, war die Teamdynamik ja, aber sie haben sich eher gegenseitig runtergezogen. Der Grund, warum sie raus sind, weil sie keine Flüssigkeit zu sich nehmen können, alles, ne, vollkommen okay. Ne? Wenn du 3 Tage nichts zu trinken hast, so. Aber sie haben sich auch gegenseitig dann nicht motiviert, sondern ich fand das eher so, dass sie sich so ein bisschen gegenseitig runtergezogen haben. Ich weiß jetzt nicht so, ich kann auch, also hier bei Papa Platt oder so, das sind auch Typen, wo ich dann so sage, so, nee, also nö, also da wüsste ich in meiner Zeit besser anzufangen, als diesen Leuten bei Twitch zuzugucken. Ich komme auch, hab auch von Trimax. Romata kannte ich gar nicht. Trimax hat mir bloß der Name immer was gesagt, weil der irgendwie FIFA mal gemacht hat und bei Pack Openings und ähnliches und da ist er mal Thema gewesen. Also ich verfolge die meisten davon gar nicht. Upper of Bike zum Beispiel, die habe ich vorher verfolgt. Die kannte ich schon weit vor Seven vs. Wild, weil ich da die Story so interessant fand und ich einfach dann auch Lone Wolf mit Motorrad durch die Gegend fahren und einfach so in den Tag hinein und so. Ich kann das nicht, aber ich bewundere Menschen, die das können. Ich kann das wirklich nicht. Also theoretisch muss ich morgens wissen, wo ich abends schlafe. Und das muss auch so durchstrukturiert sein, dass es kein Risiko gibt, dass ich abends nicht dort schlafe, wo ich mir das morgens, ne, aufgestanden bin, muss nicht sein. Also ich kann durchaus auch mal, ne? Aber ich muss es einfach für mich wissen. Und merkwürdig, wie das klingt, aber ja. Also einfach nur irgendwo losfahren und dann irgendwo ein Zelt aufschlagen und da pennen. Nee. Das wäre nicht. Könnte ich nicht. Kann ich nicht. Ist nicht mein Lebensstil. Aber okay, ne? Und deswegen, ich bewundere das bei Menschen, die das können. Und da gibt es ja viele, die das können. Und das ist gut. Cool. Einfach cool. Coole Socken. Und sie mit ihrer Partnerin Hannah, die haben sich ja vorher nicht gekannt. Aber die beiden haben so eine Dynamik innerhalb, also einmal durch, ich denke mal auch durch die eher offene Art von Affe, die ist ja, die hat da irgendwie keine Berührungsängste und so, ne? Irgendwie, keine Ahnung, also auch bewundernswert. Also gut, ich beobachte meistens die Menschen immer erst und irgendwann, also ich mache auch sehr schnell die Arme weit auseinander und lasse Menschen sozusagen an mir teilhaben, aber ich sie wirklich umarme und mit in mein Leben einschließe und mitnehme,
das braucht ewig. Ne? Und das ist wirklich so ein Ding. Diese Eigenbrüllerei, die ich ja habe, was ich schon mal erklärt habe, das kommt ja nun nicht von ungefähr. Und sagen wir mal so, meine Mutter hatte arge Sorgen, dass ich mit dieser Eigenbrüllerei, die ich da so an den Tag lege, halt eben nicht im Leben irgendwo einen Platz finde für mich, der gut ist für mich. Habe ich das gut ausgedrückt? Naja, im Grunde eigentlich hat sie bemängelt, dass ich Freunde finde. Oder sag ich mal, ja. Ne? Weil ich immer sehr distanziert wirke dann auf die Menschen und auch gar nicht so viel Nähe von mir aus suche und ist halt einfach so. So bin ich halt einfach. Ne? Also das war ich auch schon als Kind so und deswegen war das dann so mit Schule in die Schule kommen. Da hatte ich dann halt eben die zwei Leute waren es, die mit mir aus meinem Kindergarten in die gleiche Klasse gekommen sind. Und dann hatte ich die zwei, dann war das gut. Ich musste da keinen anderen kennenlernen, die anderen haben mich alle nicht interessiert. Und dieses Desinteresse an anderen Menschen, das setzt sich halt eben auch wirklich fort. Habe ich jetzt hier dann irgendwie gesprochen? Nee. Und das Schlimme ist, ich kann das auch nicht überspielen durch, ach, das war der falsche Knopf, durch irgendwie so tun, als ob ich jetzt doch Interesse an irgendjemanden habe. Es ist einfach, es gibt so Menschen, die interessieren mich und mit denen mache ich was. Und dann gibt es so Menschen, die sind da, mit denen mache ich auch was. Und dann gibt es Menschen, die interessieren mich so gar nicht. Ja, und ja. Das siehst du halt bei denen nicht. Ne? Da funkt das. Und die beiden, da ist auch eine so schöne Teamdynamik drin. Ne? Und ich habe gerade eben, warum ich überhaupt darauf komme, ich habe gerade eben die Folge gesehen. Das ist die siebte, achte Folge, oder wo es jetzt ist. Achte muss es gewesen sein, ne? Samstag kam die achte. Und die war so schön. Die beiden, die waren so positiv, so freuen sich über so kleine Fische oder freuen sich über alle anderen Sachen, die da sind und einfach nur richtig gut gelaunt. Einfach gut, ne? Also wirklich, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr, sehr gut. Natur und Söhne kannte ich vorher auch nicht. Also doch vom Namen her, weil ich im Zuge der zweiten Staffel. Das ist ja auch merkwürdig, ne? Da kannte ich die Dame nämlich auch vorher. Wie heißt der denn jetzt? Nicht Nova, die andere Frau, die in der zweiten Staffel dabei war. Na egal. Aber die hat nämlich vorher Wanderungen gemacht, schon, die ich selber auch gemacht habe. Im wunderschönen Harz im Mittelgebirge. Und daher kannte ich den YouTube-Kanal, weil ich irgendwann mal danach gesucht habe, nach so einer Wanderung, und ich wollte die mal machen. Und dann habe ich bei YouTube natürlich geguckt, gibt es da schon jemanden, der das mal abgewandert ist, der mir zeigen kann, wie es da aussieht. Und dann hatte ich sie da gefunden. Sabrina, Outdoor-Sabrina, genau. Die hatte vorher einen anderen Kanal gehabt, mit einer Freundin zusammen. Und daher kannte ich die dann auch schon. Und da war dann natürlich nach der ersten Staffel, also ich habe auch einen Fritz Meinecke erst wahrgenommen nach der ersten Staffel zu Das ist Wild. Auch alle anderen, die dabei waren, und dann fand ich, wie hieß denn der Stürrische da, der so Magdeburger Dialekt hatte, ich glaube, der kommt auch aus Magdeburg, also Fritz Meining kommt ja auch aus der Magdeburger Ecke, ne? Der kommt sogar direkt aus Magdeburg. Ah, bin ich bei der Bild. Und ja, also ich sag mal, für mich wäre das nichts, sich da auszusetzen. Ich finde diese Dynamik in den Teams sehr schön, ich finde das sehr angenehm. Auch die negative Dynamik, wenn man das so sieht in einem Team, beziehungsweise so, wo sie sich so ein bisschen entweder, also nicht gegenseitig motivieren, sich auf ein Level halten und so ein bisschen, ne, so Papa-Plate-mäßig das Team, so, die sind, da sind die Stimmungen sehr schwankend. Also, aber bei beiden gleichmäßig. Also, die liegen auf einer Welle, ne, so, ne, wenn der eine so ein bisschen dann nachdenklich betrübt ist, der andere es auch. Aber wenn der eine sich freut über einen Erfolg, wie abgekochtes Wasser, abgekochte Brühe, dann freut sich der andere genauso mit und so. Das ist auch sehr schön zu sehen. Also, dass die beiden, die da zusammenspielen, ich weiß nicht, mit wem er da zusammenspielt, ich kenne, wie gesagt, das Universum Papa-Plate sagt mir gar nichts. Und deswegen, also ich, wie gesagt, das ist immer so mein Ding, ich kenne die alle ja nicht. Also. Bin ich einfach zu alt, bin ich zu boomermäßig wie unterwegs. Und ich habe eigentlich auch nichts
nicht vor, das zu ändern, bis ich die jetzt kenne oder nicht kenne. Also ich glaube, ich werde da jetzt nicht unbedingt hinlaufen und sagen so, ja, hier, hallo, bin ich und ne, jetzt gucke ich auf deine Streams. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Mir ist ja nochmal aufgefallen im Zuge von dem Pixel-Event da von ach Mensch, wie heißt das denn? Von Reddit. Da war irgendwie mal eine ganze Weile eine Rede von ihm und so, da habe ich mal seinen Namen ein paar Mal gehört, aber ansonsten habe ich ihn eigentlich auch nur im negativen Kontext irgendwo wahrgenommen. So. Irgendwie. Keine Ahnung, ob das jetzt ihm gerecht wird oder sonst irgendwas. Das kann ich nicht wirklich nicht beurteilen und nicht sagen. Dafür kenne ich die Person einfach zu wenig, um sie da in dem Bereich zu beurteilen. Aber wie gesagt, das ist so, dass ich die Person eher im negativen Kontext kennengelernt habe und deswegen auch die 3-4 Mal, wo ich vielleicht eventuell durch Zufall in diesen Stream gelandet bin, weil irgendwie unter den empfohlenen Kanälen, man will es ja mal sehen. Also es gibt durchaus Momente, wo ich mir sage, so, ich lehne Dinge nicht von vornherein ab. Ich schaue es mir dann schon mal an, damit ich auch sagen kann, okay, ja, das Mindset, was du, oder diese Meinung, die du von diesem Menschen hast, hat er jetzt gerade bestätigt und ist halt eben dann verschwendete Zeit oder sowas für mich. Mir egal, ne? Die dürfen alle so viel Erfolg haben, aber meint es halt nicht, ne? Also, bin auch nicht neidisch drum, dass sie den Erfolg haben, gönne ich denen. Haben sie sich gearbeitet durch ihre Art und Weise und haben es hingekriegt, dass viele, viele, viele Menschen dort zuschauen. Mann, Mann, Mann. Der Hänger ist überladen. Aber ich muss da wirklich nochmal einen anderen Hänger, der ein Gewichtslimit hat, dazu nehmen. Einen originalen. Muss man nochmal ändern, glaube ich. Das ist nicht gut. Na gut, aber das ist dann was anderes. Ich werde jetzt hier die Körner in die Mühle bringen. Das ist ja der Weizen, den brauchen wir nicht. In unserer Futterhistorie ist ja Gerste sozusagen genau dafür da, dass unsere Tiere Getreide bekommen. Deswegen Weizen wird komplett gemahlen. Der Hafer wird komplett gemahlen. Wir werden nämlich auch noch keine Pferde uns anschaffen. Wobei ich da gar nicht weiß, ob ich da Hafer brauche, aber ich glaube ja. Das dauert noch eine Weile mit den Pferden, aber die kommen auch noch auf den Hof. Aber wir haben ja noch gut und gerne 11 Monate, bis die nächste Version vom LS erscheint. Und bis dahin haben wir noch einige Ziele zu erfüllen und einige Dinge zu erledigen hier auf dem Hof. Und am idealsten wäre es wirklich, wenn die Karte es dann wiedergeben würde, weil dann würde ich wirklich diesen Spielstand versuchen, dorthin zu portieren. Also einfach die ganzen Karten, wenn es nicht geht, natürlich dann dementsprechend alles wieder so umbauen, die Karte, damit es dann wieder so aussieht wie bei uns. Und alles kaufen und dann den Kontostand übernehmen und dann einfach weiterspielen oder so. Das wäre sozusagen mein idealer Traum. Ich hoffe einfach, dass Elm Creek uns erhalten bleibt, auch im 2025er LS. Aber vielleicht portiere ich die Karte auch einfach selber. Das muss ich mal gucken, wie weit ich da mit dem Modding komme, dass ich dann Mod für den dann einfach selber mache und mir die Karte rüber modde. Würde ja auch gehen. Aber wir merken schon, ne, also der Truck hat richtig zu kämpfen mit dem Anhänger. Und deswegen, also das, ich weiß nicht, 79.000 Weizen, ich glaube, das ist von der Dichte her über 1. Hier ist auch ein schönes Feld noch. Mal Raps, ne? Oder was ist das hier? Oder ist das Soja? Nee, das ist Soja, oder? Was ist hier drauf? Kicken? Erster Guess war Raps? Das ist Hafer. Ah! Das wäre auch noch ein Feld, was ich gerne ernten wollen würde. Hätte ich keine Schmerzen mit. Müssen wir mal gucken, ob wir den Auftrag kriegen könnten. So. Jetzt aber schnell hoch hier zur Mühle. Das Anhalten war nicht gut. Haben wir sehr viel Drive verloren. So, Mehl steht hier auch schon bereit, genau. Und dann stellen wir nämlich hier auch gleich um, dann Gerstenmehl wird, oder Gerstenkorn wird es nicht mehr haben. Woraus es Mehl machen kann. So, leiten wir den mal jetzt ab, dann gehen wir ganz kurz ins Produktionsmenü und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann... Und doch, ist noch ein bisschen Gerste da.
noch hier das Mehl, aktivieren wir das noch. Und dann müssen wir hier auch das Mehl einmal abholen. Und ich glaube, zwei Produktionen in 24 Stunden macht die Mühle voll. Cool. Da läuft was. Da geht was. Und da geht richtig viel Mehl raus. Und dann haben wir wieder vielleicht 100, 150 Tonnen Mehl nachher am Ende zum Verkaufen. Ein bisschen was braucht man ja natürlich auch in unserer Bäckerei. Aber cool. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.